Komm. Was geht, Leute? Arrow Fox ist wieder am Start. Heute wieder mal was anderes zu Couch Friday. Ich hab mir gedacht, was Roguelikeiges mit Hyperlight Drifter. Ich glaube damals ganz kurz gespielt und dachte, heute geben wir mal ein bisschen Vollgas in diesem Spiel. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das nochmal war, aber es war, glaube ich, schon eine kleine Herausforderung. Ich sagen, dann gucken wir einfach mal und legen los. Neuling. Eine nachsichtige Herausforderung. Bestimmte Leistungen sind deaktiviert. Oder Standard Herausforderung Ebene bestimmt. Alle Errungenschaften freischaltbar. Standard würde ich sagen, oder? Erster Slot. Mein Name ist... Wie immer machen wir... Fox. Los geht's. Okay. Ich war jetzt mal kurz ganz ruhig, damit ihr euch das besser anschauen könnt, alles, ohne dass ich dazwischen quatsche. Intenser Shit auf jeden Fall, hat auch schon irgendwas leicht Psychohaftes. Aber nice, mir gefällt auch das Level-Design, diese Pixel-Art.
Mega gut. Im Zusammenhang mit dem Intro, mega. Puh, ein bisschen Gänsehaut habe ich auch schon bekommen. Also, wir sind er. Scheinbar geht es ihm nicht ganz so gut. Mal gucken, wie... Okay. Oh, 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 ja, den gibt es nicht gut. Wir können mit X unser Schwert benutzen. Aha. Die Schultertaste ist, Energie. Verbrennen können wir uns nicht. Okay. Mal gucken, wie ich mich anstelle. An sich bin ich jetzt nicht der Typ, der Roguelike-Spiele. Genauso wie Souls-like-Spiele spielt. Aber mich bockt es schon ein bisschen, es auszuprobieren, zu gucken, wie weit meine Nerven mich tragen werden. Bin nicht so der geduldigste Typ, muss ich schon sagen. Bei mir muss immer alles sofort sein. Deswegen ist es wahrscheinlich ganz interessant, wie ich mit Stress in solchen Situationen umgehe. Das meiste ist ja selbsterklärend. Okay, ein Roguelike-Spiel habe ich gespielt. Ich denke mal, das ist ein Roguelike. Metal Gear Solid Rising habe ich auch durchgespielt. Ich habe es geliebt. Ich habe es richtig geliebt. Ich glaube, das werde ich auch mal wieder hier als Let's Play anzocken. Es hat mir... Oh, ich schwärme von diesem Spiel. Was ist? Anpingen. Ja, ping mal an. Was bedeutet anpingen? Ach so. Ja, dass man halt... Dass wahrscheinlich das HUD angezeigt wird. Eine Pistole. Okay, daran kann ich mich auch erinnern. Oh, das war... Ja, dumm. Okay. Lädt die sich wieder dann auf? Nein. Bin noch am Testen. Das heißt, ich habe begrenzte Schüsse, oder... Gucken wir mal. Stütze Gegner oder backt er auf, um Schusswaffen aufzuladen. Aha, okay. Ja, an die Steuerung muss ich mich echt noch gewöhnen mit dem Steuerkreuz. Man merkt es auch beim Laufen, bin ich noch recht wackelig. Aber ich bin mal gespannt. Oh ja, voll in die Schussrichtung. Bin mal gespannt, wie das mit den Kombos dann später wird. Aber an sich habe ich schon Bock drauf. Das gefällt mir schon arg. Wir müssen gerade nur gucken, ob die Aufnahme noch funktioniert. Wäre blöd, wenn nicht. Bin mal gespannt, was es mit diesem kleinen Freund da auf sich hat, der neben mir umherfliegt. Allgemein, ob es eine Story gibt. Wie gesagt, ich habe nicht lange gespielt. Vielleicht... Oh, lass mich lügen. Ich glaube, ein Level habe ich gemacht. Aber ich habe da auch ohne Controller gespielt. Sorry. Ohne Controller gespielt, sondern lediglich an der direkt am Rechner mit Maus und Tastatur. Das Feeling ist halt nicht dasselbe. Sowas muss man mit Controller spielen, deswegen perfekt für Couch Friday. Dann müssen wir wahrscheinlich hin.
Unsere Stadt ist wunderschön. Irgendwie. Oh. Das sieht nach einer Pneumonie aus. Lungenentzündung. Oh. Okay. Puh. Oh, ich merke gerade, du hast die ganze Zeit im Bild gewesen. Sorry. Odin. Odin Schild auf der Seite. Also irgendwie keine Lust. Ich habe hier so ein Steckchen für ihn. Da ist irgendein Katzengraszeug drin, das ihn richtig verrückt macht. Steh auf. Ich blute doch immer noch. Jetzt nicht mehr. Was ist das? Achso. Licht. Was? Ah, okay. Ja, ich egal, never mind. Mhm. Also 4 Ebenen gibt es. Das Zentrum. Und das war. Nee, bin ich mir nicht sicher. Das war ja nicht das, was er sich gerade angeschaut hat. Aber sieht spannend aus. Sieht sehr spannend aus. Markierung können wir auch keine setzen, okay. Koop gibt's auch. Mhm. Naja, sag mal, das haben wir vernommen. Danke. Wenn ihr das seht, wie Odin gerade hier verrückt wird. Richtig sweet. Okay, Teleporter haben wir freigeschalten. Müssen wir jetzt hier diese Dinger? Ja, das ist ja das, was er uns gerade gezeigt hat. Okay. Angreifen kann ich hier nicht. Ist ja auch eine friedliche Ecke. Das ist ein Shop. Okay. Hier können wir wahrscheinlich unsere Health Packs upgraden. Bis jetzt habe ich noch keine Peilung, wo ich hin soll. Doggo. Aha, okay, hier sind noch mehr Shops. Eine Bombe, okay. Okay. Bin mal gespannt, wie lange meine Kopfhörer aushalten, weil ich gerade höre, dass der Akku halber leer ist. Das ist immer so ein nerviges Tonsignal in regelmäßigen Abständen. Okay, ein Stoßfeuer.
Aber ich versuche es jetzt einfach mal. Einfach mal zu ignorieren. Hier kann man ein bisschen bla 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 machen. Okay. Oh nein, er wurde verprügelt. Dem helfen wir. Ja, es sind doch voll viele Wege versperrt. Gehen wir nochmal nach oben. Hier können wir unser Schwert upgraden. Wahrscheinlich ein aufladender Schlag. Und hier können wir wahrscheinlich unseren Dash upgraden. Was? An. Okay, da können wir springen und dashen. Holy moly. Wenn ich mir überlege, dass das alles wichtig ist, um überhaupt dieses Spiel zu bestehen. Also ich kann mir gut vorstellen, wie gesagt, dass es sehr intens ist. Wir werden sehen. Da brauchen wir unseren Dash-Jump. Ja, so kleine Verstecke gibt es hier auch. Das gefällt mir. Das weckt mein Entdeckertum. Oh, fuck. Ja, ich sehe es jetzt schon. Das wird mich aufregen. Das wird mich tierisch aufregen, alles. Bin jetzt nicht so der Supergeduldigste. Ich wiederhole mich, ich weiß. Mich regen Sachen sehr schnell auf. Wenn ich nicht treffe. Ich muss erst reinkommen in die Sache. Drei Schläge hat er, okay. Das muss ich mir merken, dass ich mir dieses Button-Mashen abgewöhne. Das war bei Metal Gear Rising war das echt wichtig, einen gewissen Rhythmus beizubehalten. Gerade wenn es um die Combos geht. Aber ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues. Vater? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt relevant war. Oder ob das jetzt auch irgendwie etwas Verstecktes war. Aha. Den müssen wir auch so aufsuchen. Ein Boss. Okay, das sieht man sofort am Totenkopf. Ein Boss. Wie gesagt, es sieht einfach
sehr gut aus. Ja, zweites Teil gefunden. Also klar, das ist eine Treppe. Oh, denen geht's ja immer noch nicht gut. Was ist denn los mit dir, Kerle? Hier ist bestimmt auch irgendwas versteckt. Yes. Können wir uns jetzt schon mal Gedanken machen, was graden wir ab? Auf jeden Fall Nahkampf will ich upgraden. Da ich eher so der Nahkampftyp bin. Oh boy. Da ich mir... Ja gut, ich könnte es mir angewöhnen mit der Pistole. Aber die Frage ist, warum? Das sind Gegner, okay. Ich muss mir das ausweichen. Auf jeden Fall. Komm runter. Ah, der geht mir auf den Sack. Zack. Ja, das Ausweichen, daran muss ich mich gewöhnen. Definitiv. Headshot. Und an das Schießen werde ich mich auch gewöhnen. Na, kommt. Oh, fuck. Yes. Jetzt hängen wir. Okay, können wir noch nicht rein. Oh, da hinten kommen wir leider noch nicht hin. Viel zu weit weg. Oder? Nee, da können wir noch nicht hin. Und da oben ist auch nichts. Okay. Bis jetzt gefällt es mir echt ganz gut. Es war noch nicht viel los. Aber das machen die, glaube ich, extra. Oh, seht ihr das im Hintergrund? Der Riese, der da hochklettert. Attack on Titan. Heißt doch On Titan, oder? Auf jeden Fall richtig gut. Ja, ich glaube, das machen die natürlich extra. Dass man nicht überfordert ist. Am Anfang wahrscheinlich geht es echt recht langsam voran. Boah, ernsthaft. Sicherheitshalber. Bin mir nicht sicher, ist da. Nee, da ist ja nur die Verbindung. Ich dachte, da wäre vielleicht wieder ein paar unsichtbare Steps, aber. So, jetzt. Nee, keine unsichtbaren Steps. Da geht's hoch, da will ich noch nicht hoch. Ich will noch ganz kurz gucken, ob da irgendwas ist. Das sieht nämlich so aus, als könnte man da rein, ja. Gerade nicht sehe, ist das der richtige Weg jetzt, oder? Ist das ein Händler? Ein Vogelpriester wird angegriffen von anderen. Die Vogelmenschen sind weg. Okay. Ah.
richtig ausgefuchst. Ich hoffe, ich finde alle Geheimnisse. Alle Verstecke. Obwohl ich mir echt vorstellen kann, dass ich... Ah, das ist der Hund von vorhin. Wenn ich mir sicher bin, dass ich denn... Okay, who are you? Was willst du mir sagen? Die muss ich angreifen, okay. Na gut, dann gehen wir nochmal runter. Ich will mir das nochmal ganz genau anschauen, was er mir da hier versucht vorzugaukeln. Mal kurz angucken. Okay. Wehe, der ganze Weg ist umsonst. Oh Mann. Also irgendwie unten rechts die Musik. Ist ebenfalls top. Das hat so was Episches. Ja, das ist doch jetzt... Nee, das ist der... Ja, da waren wir doch. Aha, das sind die Wege, die der versperrt... Oh, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal hinlaufen. Okay. Und da brauche ich einen Schlüssel. Scheiße, sind das solche Dinge, die man sich merken muss? Dass man im späteren Verlauf wieder zurück muss. Sonst wären diese vier Ebenen mir recht eintönig. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch hier, dass da mehr dahinter liegt. Viel mehr dahinter liegt. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich dieses Spiel, ein bisschen weiter spielen kann als ein, zwei Folgen. Dass ihr da draußen dieses Spiel annimmt und gegebenenfalls mehr sehen wollt. Es wird mich auf jeden Fall freuen, richtig freuen. Auch mal Projekte länger zu verfolgen als nur eine Handvoll Folgen. Skyrim, denke ich, kommt sehr gut an bei euch. Warte. Äh.
Oh nein, ich bin verwirrt. Sorry Leute, ich muss nochmal runter. Ich muss für mich was kurz bestätigen. Ich weiß, ich laufe wahrscheinlich viel zu viele unnötige Wege. Aber ich muss das nochmal... Ja, ja. Stimmt doch. Da ist halt dieser Vogelmensch. Das stimmt schon. Ich fühle mich gerade ein bisschen grenzdebil in meinem Kopf. Ich frage mich gerade ernsthaft, sind wir diesen Weg vorhin auch schon gelaufen? Ich meine, bestimmt. Bestimmt. Achso, hier entlang. Was ist das? Manche Wege sind so richtig, richtig eindeutig zu laufen, dass man sieht, natürlich muss man jetzt diesen Weg laufen. Oh, 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 oh. Genauso wie diesen Weg. Nur, dass ich diesen jetzt gerade mal nicht beachtet habe. So viel dazu. Oh, oh, oh. So viel dazu, dass man die gleich sieht. Dann können wir die gleiche nehmen. Oh, wahrscheinlich gerade verschwendet, oder? Ja, schaut einfach weg. Nein, schaut nicht weg, schaut zu. Hier ist hier noch was? Nein. Vogelmensch, okay. Vogelmensch kann gar nichts. Wow, was war das? Oh fuck. Ah! Und das nächste Paket. Sehr geil. Kommen wir hier rein? Nein, da man kann runterfallen. Oh, es wird kalt. Odin feiert gerade irgendwas hier. Keine Ahnung, was. Oh, 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 fuck, sind es viele. Erinnert mich an Skyrim wieder. Viel zu viele, viel zu viele, viel zu viele. Und eine Falle auch noch. Are you serious? Fancy Shit. Immerhin haben wir hier genug Stuff zum Heilen. Auch wenn da noch eins liegt, kann ich es nicht nehmen. Das sieht mir wieder natürlich. Hier brauche ich den Dash Jump. Okay, das wird wahrscheinlich unser erster Endboss sein und ist down. Oh, noch mehr. Das ist, glaube ich, so typisch. Oh, fuck.
typisch Souls-like, dass man ausweichen muss. Dass man, ja, ausweichen sowieso. Dass man darauf achten muss, wie die Gegner reagieren. Mich ganz kurz konzentrieren. Oh, die hasse ich. Das gibt's doch nicht. Ernsthaft. Ich werde definitiv nicht der perfekte Souls-like-Spieler, weil ich viel zu hektisch bin. Kacke. Ernsthaft? Drei Schüsse hat er. Ich muss erst meinen Flow wiederfinden. Drei. Eins, zwei, drei. Ich darf nicht so gierig sein. Eins, zwei, drei. Und zwei, drei. Sorry, Leute. Oh, ja, direkt in den Rücken. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Oh, Idiot. Komm schon. Geht doch. Ich muss die Waffe mehr benutzen. Definitiv. Ach, das war noch gar nicht der Endboss. Oh Mann. Irgendwie komme ich, muss ich auf die andere Seite, da ist bestimmt irgendein Goodie. Ja, da kommt man wahrscheinlich erst später hin. Das war noch nicht mal der Endboss. Oh Mann, ey, was ist? Okay. Keine Ahnung, wie du da hinkommst. Odin, hast du eine Ahnung? Nein. Hm? Gut ist das. Ah, ein Teil. Ein Teil vom oberen Teil. Das sind 16 Teile. Ja, ich habe gerade wirklich rechnen müssen. 16 Teile brauche ich. Da brauche ich. Okay. Was brauche ich hier? Oder.
Okay, unten brauche ich 3 Teile und hier brauche ich 4 Teile scheinbar. Okay. Einen Moment, wir gehen noch diesen Weg. Jetzt können wir... okay. Da geht's nach unten. Ich hoffe, wir müssen nach unten. Wir müssen bestimmt nach unten. So. Ernsthaft. Ja, geht. Muss auf jeden Fall Sachen zerdeppern, damit ich wieder Munition bekomme. Oder wahrscheinlich die Pistole upgraden. Ich sehe doch, dass da eine ist. Nein, der ist nur down. Muss ich. Oh Gott. Kurz Panik bekommen. Oh, ernsthaft? Ja, unglücklicherweise hat das Mikro jetzt den Geist aufgegeben. Und ohne Mikro zu spielen macht das keinen Sinn. Da wir jetzt aber eh bald unsere 50 Minuten fast erreicht haben, würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut. Und sehen uns vielleicht beim nächsten Mal bei Couch Friday. Vielleicht spiele ich weiter. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und hoffe... Ihr schaut weiterhin zu und lasst ein Like da, einen Comment. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Anaerob Fox. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.